Kies und Kreis und Kies und Kreis und Kies und Kreis im Wald. Flugzeug stürzte ab und Kies und Kreis sind jetzt im Wald. Alle tot und nackte Menschen, Blut verschmiert im Wald. Kies und Kreis und Kies und Kreis, ja, die sind jetzt im Wald. Kies und Kreis, ja, Kies und Kreis, ja, die sind jetzt im Wald. Was ist das denn hier? Ja, eine alte Werbung? Die kann man abspielen, obwohl es nur ein Zettel ist. Na gut, ich drück mal Play. Herzlich willkommen bei Kreisindustries Kreuzverkehr. Wir haben das neue Solafit-Kreuz erfunden in den Solafit-Höhlen des Kreuzingen Kreuzerstal. Wollen Sie nur ein Solafit-Kreuz nutzen Ihr Leben lang? Dann kaufen Sie Kreisindustries Kreuze. Denn Kreuze sind sehr gut, um zu kreuzigen. Wenn Sie diesen Sommer sehr viel kreuzigen wollen, kaufen Sie Solafit-Kreuze. Jetzt Solafit-Kreuze kaufen. Solafit-Kreuze sind die besten Kreuze von Kreisindustries. Wir benutzen nur das beste Solafit aus den tiefsten Solafit-Höhlen, um die besten Solafit-Kreuze herzustellen. Solafit-Kreuze, kaufen Sie jetzt. Rufen Sie an. 0800 Solafit-Kreuz. Kreuze. Noch mehr Kreuze. Kaufen Sie Kreuze. Wow. In dem Spot wurde echt oft erwähnt, dass ich ein Kreuz kaufen soll. Und irgendwie habe ich da auch richtig Bock drauf. Hier ein Kreuz zu kaufen. Hast du auch Bock? Komm, wir gehen. Ich hab richtig Bock auf ein Kreuz. Ich geh auf Kreuzbay mal gucken, ob es da was Gebrauchtes gibt. Auf solafitkreuz.com. Bock. Ey, guck mal, Timmy läuft immer irgendwie vor und sagt stay close. Oder? Ja, ist so ein Vorläufer. Timmy Vorläufer, wer kennt ihn nicht? Der alte Timmy Vorläufer. Ja, hier sind die aber nicht mehr Kreuzen. Nur golden. So oft das Wort Kreuz gehört, ich kann es nicht mehr aussprechen. Ich würde da gerne reinspringen irgendwie, aber ich lasse es. Nein, ich würde es trotzdem gerne machen. Ja, das, ne? Das klingt irgendwie, ja, Spalt. So schön spritzelig, spaltig. So viele Leichen, ja. Aber warum macht Timmy nochmal die ganze Schoße hier? Weil er Solafit-Kreuzsüchtig ist, oder wie? Ich glaube schon. Oder braucht er eine Heilung? Er wollte halt irgendwie wieder zurück zu seinem Solafit. Wurzeln. Ich glaube, da vorne brauchen wir auf jeden Fall ein Solafit-Kreuz. Ja. Guck mal, die haben ihm sein Arschloch. Also, die haben ihm gerade wirklich so ihr Rektum gezeigt. Hast du gesehen? Ja, wie Katzen. Ja, wie so Katzen. Damit wollen sie sich verhöhnen. Locker. Boah, die Höhle sieht jetzt ganz anders aus. Viel besser als dieser Raum davor. Und die Lava sieht viel, viel besser aus, ne? Ja. Viel, viel mehr Geilo. Ach, und der will. Das hat nicht so viel Reichweite hier auch, ne? Schön hier. Du musst ein bisschen auch so Jesus-Sprüche ablassen. Das mögen die Weiche, nicht. Weiche Dämon! Die Macht Jesu Christi! Da ist noch einer in der Ecke unten. Die Macht Jesu! Boah, der hat voll den Kopf geschossen. Reinigen! So. Jetzt ist halt die Frage, soll ich an Jesus glauben oder an eine dicke Knarre, ne? Ja, in dem Fall hilft erstmal nur eine dicke Knarre. Der kommt nicht in Höhlen, das war damals schon bewiesen, steht auch. Jesus hasst Höhlen, ja. Deswegen ist er auch extra von den Toten auferstanden, damit er rauskommt, weil er gesagt hat, boah. Psalm 26, Vers 43 oder so steht das. Und er hasst Höhlen. Ja, das steht da drin, im alten Luder Christus. Ja, im alten Luder Christus. Luder Christ. Im alten Luder Christ. Der alte Rapper. Ah, deswegen ist er damals auferständert, weil er gedacht hat, boah, ihr habt mich in eine Höhle gesperrt, da kann ich nicht liegen bleiben. Danach hat man ja auch nie wieder was von ihm gehört. War ja weg. Ist der Henki kam dann. Er hat in die Höhle gekackt und das haben wir dann als Alternative gehabt. Habt ihr jetzt davon. Boah, guck dir das mal an hier. Verlass uns nicht. Der eine versucht noch irgendwie seine Mutter anzurufen. Hallo, ich habe hier keinen Empfang. Ja, stimmt. Na, er versucht nochmal so. Hat wohl davon leider. Tja, das ich will den falschen. Die Frage ist ja, also ist das Fleisch vom Skelett runtergefault und das Skelett ist dann vorher golden geworden? Skelett war schon immer golden? Ja, also, oder wurde dann bei dieser Verwandlung das Skelett zu Gold, als der Kontakt zu den Solafit kam, dadurch sind sie dann irgendwann gestorben? Wo ist denn eigentlich der Remy Jimmy? Weiß ich nicht, aber hier geht's hoch, ne? Ich glaube, wir haben gerade einen nicht legalen Weg gewählt. Ja, guck, hier sind wieder die Dudes. Ah, jo. Das wäre hier der offizielle Weg gewesen, aber wir haben uns hier so einen Schummelweg genommen. Timmy hängt irgendwo in den Stalaktiten oder so fest. Oh, der kommt schon, wenn er kommen will.
Guck mal, hier sind auch diese Strukturen, aber nicht Gold, ne? Nee. Und die sind ja auch alle hier aufgeknüpft worden. Ich glaube, es waren die Zweifel, die gesagt haben, ey, lass mal die Finger von diesem Kreis Industries Gold. Ich wette, das war ein Solar-Feedwerk, wo Kreis Industries gehört hat. Ein paar haben gesagt, nee. Ich glaube, das ist keine gute Idee. So, das geht voll nach hinten los. Lass mal lieber. Aber Kreis, so gierig wie er halt ist, ne, hat er halt gesagt, ihr arbeitet gefälligst und ihr werdet alle erschossen. Na, hier steht's auch auf dem Zettel. Ja. Genau den Zettel zufällig gefunden, ne? Ja, da steht ein Geständnis quasi drauf. Aber ich gesagt, keiner wird das eh finden, deswegen kann ich ruhig nochmal die Wahrheit sagen. Du bist wie so ein dummer Superschurke, der nochmal seinen Plan erklärt. Ja, du musst, sonst bist du kein Schurke. Ja, aber das ist ja totaler Schwachsinn. Wenn die sagen, oh, sie haben ihn besiegt, so, und dann so, ja, aber er hat seinen Plan vorher gar nicht verraten, oh, dann war es kein Schurke, und dann kriegst du keinen Respekt. Oder es zählt auch irgendwie gar nicht, ne? Nee, es zählt nicht, dann hast du quasi nicht gewonnen. Warum liegen hier Tote rum? Was ist da hinten los? Wer ballert denn da? Remy Jimmy? Hä? Hat er jetzt alle dich hier abgemurkst? Das sieht alt aus. Wie, jetzt redet er über deine Mutter schlecht? Was ist denn sein Problem? Frech, Mann, Alter. Echt, was macht der jetzt so einen Stress? Ey, wollt nur ein bisschen in die Höhle? Krasser Typ, dieser Tim. Das Kreuz hat nicht geholfen. Deswegen wurde wahrscheinlich von Kreis Industry auch dann irgendwann die Produktion eingestellt. Guck mal, die werden anscheinend... Oh, ich kann nicht abarbeiten? Ich mach meine Hacke raus. Oh, neugierig. Nee, leider nicht. Außer ich hätte sie vergoldet, dann wäre es wahrscheinlich gegangen. Wo ist der jetzt schon wieder hin? Der ist so schnell, der Junge. Ist wie ein echtes Kind, ne? Dreh sich einmal um und es ist 3 Einkaufscenter weiter. Ja. Oh, da hinten geht was ab. Die laufen wie Otto. Ist voll der Otto. Guck mal, warte. Du musst irgendwie... richtigen Gebetswinkel treffen, ne? Naja. Guck mal, die haben wirklich eine Wagugu. Ja, sag ich ja. Also Schlumpf Wagugu. Er tanzt durch die Lava und so. Ist mir egal. Juckt ihn nicht. Nur Glaube kann mich verletzen. Nur Glaube. Solange ich nicht daran glaube, dass die Lava heiß ist, werde ich auch nicht brennen. Mir gar nichts zu sagen. Oh Gott, hat mir was zu sagen. Ne, die haben jetzt wirklich einen Schlitz. Davor waren die ein bisschen glatter. Jetzt haben die so eine Schlitztextur irgendwie. Alten Bagugu-Spalt. Warum halten die jetzt so viel aus plötzlich? Weil Timmy nicht in der Nähe ist. Das ist ein Glaubensverstärker. Ach so. Deswegen treibt es sich auch immer in der Nähe von Priestern rum. Achtung, hinter dir ist noch einer. Ah. Ausgerutscht. Unter der Lava war irgendwie Bananen, ja, so eine Bananenschale ist gefährlich. Eine Bananenschale war da in der Lava. Guck mal, da steht er doch rum. They just keep coming. Boah, da unten blitzt es sogar rein in die Höhle. Ja, die Höhle ist jetzt deutlich pompöser als damals. Er hat halt auch voll die fette Wumme, ne? Die Mischung aus Glaube und Blei ist halt... Die Republikaner hatten recht. Greift mich an, ich bin der Tank. Ja, aber manchmal bringt auch der Glaube nichts irgendwie. Jetzt nochmal hier schön anbibeln. Pipi Blocksberg. Nehmt das Bibi Blocksberg Kreuz, geküsst von Otto und Benjamin. Geküsst von Pater Otto und sein kleiner Benjamin. Ja, es gibt ja auch immer so Crossover-Kollaborationen. Ja, die können ja zusammen, ja, das ist alles eine Welt. Manchmal ist Bibi Blocksberg ja auch am Start und sagt so, hey Benjamin, ey, ich hexe dir mal einen dicken Zuckerwürfel und so, und also geil. Ich mach dich noch ein bisschen mehr süchtig. Oh, guck mal, hier können wir noch ein bisschen Gold mitnehmen. Alter, die werden abgeblitzt. Voll auf die Fresse. Richtig rein, ey. Ah, war eine gute Idee, das Kreuz zu vergolden, ne? Richtig Macht jetzt.
Wir wissen, ja, aber der Papst liebt Gold. Papst, ja, die Kirche liebt Gold generell, also. So, ein paar alte Old Mac Nuggets. Ja, nimmst du welche mit? Aber wir haben noch einen ganzen Schrank voll gehabt, ne? Ja, aber kann die genug haben. Dann können wir dann schon wieder los. Später haben wir doch dieses Item, da können wir dann alles vergolden. Dann können wir das Gute vergolden. Okay, ich bin voll. Wo ist er jetzt schon wieder hingerannt, der Blut? Oder Feedquellen, Alter. Gibst du einmal mit dem Drachen kurz auf den Berg, boom, Tasche voll. Aber da hinten wieder Porti. Man muss sagen, der metzelt hart voll durch, ne? Ja. Und diesmal ist es auch viel heller, diese ganze Lava. Ja, ja, die Lava sieht besser aus. Nochmal drauf. Wie ist Bibi Blocksbergs eigentlich, weil sie aus so einer Betonblockwohnung kam? Bibi from the Block? Nein, die kommt doch nicht aus, die wohnen in der Sportstadt. Ich habe die Videos, die Folgen. Echt? Ich dachte immer, die wohnen in so einem Plattenbau. Die haben noch ein Haus irgendwie. Oh, oh mein Gott, was ist das denn? Johnny Plattenbau. Alter, das Kreuz wirkt nur sehr wenig gegen ihn. Was macht er jetzt? Er frisst Timmy auf. Timmy, nein! Er hat ihn aber voll mit seinem Gummiarm. Ja, er gibt ihn. Aber nicht genug. Jetzt ist er jetzt offiziell im Game? Ich konnte die ganze Zeit schon auf ihn schießen. Na, hab ich auch. Aber muss man den nicht auch irgendwie wegkriegen? Weiß ich. Boah, nicht. Der macht mich gerade richtig fertig. Ich bin tot. Ich kann nicht schießen. Wie schnell hat er mich gelümmelt? Keine Munition? Weiß ich nicht, wir haben noch super viel Munition eingesammelt. Bin wieder tot. Ja, deswegen ja. Hä, wieso? Ja, weil ich in der Lava oder sowas hänge. Wir kommen dann in die Lava. Ja, ich bin wieder tot. Ich muss erstmal da rauskommen aus der Lava. Der hat mich reingeprügelt, ich bin ja nicht freiwillig rein. So, jetzt. Ich brenne schon wieder. Hol doch dein goldenes Jagdgewehr. Mach ich doch. Danke. Ich hol mal meine Gold Eagle. Das mag er gar nicht. Der leuchtet jetzt nicht so rot, ne? Ja. Ja, der mag nicht gediegelt werden hier, ne? Nee, der wird nicht gern gediegelt. Ich kann halt nicht nachladen, wenn man sprintet. Das ist ein Problem. Boah, Alter, der haut dir einmal auf die Fresse. Da kommst du auch gar nicht weg. Sind ja nur drei Schüsse reinladen hier in den Okolyten oder was? Denk oben an der Decke. Man geht von der Lava wieder weg. Au. Boah! Voll in seine Fresse. Schnell pinnen. Der ist tot. Oh. Ich hab ihn guck mal, wie er hier Breakdance. Wie verknotet Alter. Ist. Freestyler. Rock the microphone. Rock the microphone. Boom, boom. Aus Prinzip schlitze ich ihn. Um ihn seinen Schamlappen zu nehmen. Ja. Ihn bloßzustellen, das Ding ist bloßgestellt. Ja, er hat seinen Genitalbereich offengelegt. In seinem Kulturkreis ist es die größte Beleidigung, die du dem antun kannst, ne? Du weißt das. Ja, eben. Deswegen, ich habe auch drauf gespuckt. Das ist jetzt wieder eine Geste der Freundschaft. Ach so, okay. Dann, wenn ich ihn in meine Hand kacke und ihn damit bewerfe, wie sieht es da aus? Größte Beleidigung überhaupt. Da bist okay, du wieder gut im Rennen, was Beleidigungen angeht. Aber auf Genitalien spucken ist in fast jeder Gesellschaft, in jeder Kultur was Nettes. Alter, hier liegt so viel Munition und so. Ich glaube, die haben nicht damit gerechnet, dass wir uns hier... Obwohl, es kommt ja noch was, ne? Naja, es kommt ja nochmal hier so ein Tennisarm. Johnny Tennisarm kommt ja noch.
wie viele Granaten, dass man mit Granaten leider nichts bauen kann, so, ne? Man kann eine Falle damit bauen. Ja, gut, aber jetzt so schnell für Endboss-mäßig. Oh, warte, ja, soll ich noch... Stimmt, wir müssen speichern. Ah ne, Haftbomben habe ich auch voll. Wir müssen auch hier speichern mal, ne? Lieber speichern als nicht speichern. Ja, lieber speichern als schleichern. Aber du stehst mitten auf der Plane. Ich stand da schon, da war noch keine Plane da. Also irgendwie musst du ja jetzt da hingekommen sein. Du hast dich irgendwie rückwärts bewegt beim Inventar rumwühlen. Weil ich esse und trinke gerade. Langsam aber sicher, dass du dich... Ich habe noch ein bisschen Crack dabei. Das kann ich mir später beim Bosskampf reinjagen. Wie der sieht, was für ein kranker irrer Wichser ich bin, weißt du? Ich habe deine so. Familie gerade als Eintopf zu mir genommen. Dann hätte ich Respekt vor jemandem. Ich würde mir es zweimal überlegen, ob ich mich mit dem anlege. Wir könnten sogar pennen. Wir sind da voll mit Saft. Ich bin voll mit Saft quasi. Wurde das gespeichert? Ja. Kann das irgendwie nicht abreißen? Ich will es abreißen. Ich will diese Markierung, diese blöden, nicht überall haben. Ich würde nur jetzt gerne nochmal gucken. Granaten sind auf 3. Schrotflinte habe ich auf 4. Gewehr habe ich auf 5. Weiß nicht, dann packe ich einen Revolver noch auf 6. Hast du auch volle Heilung und so, hast du ja nochmal hier schön die Pillen reingeknäuspert. Ja. Knäuspermann und Söhne. Ja, sollte gehen. Die Dinger auf. Molotovs mache ich noch auf 8. Jetzt habe ich genug Zeug zum Schmeißen auf jeden Fall. Und jetzt gehen wir raus, oder was? Jetzt geht's rein in die Bibi Blocksberg Besenkammer. Aber dass wir auch genau zum richtigen Zeitpunkt da sind. Mhm. Schon komisch. Ich hab's einfach drauf. No. Was mit Weibei? Kam doch auch mit rein, oder? Nee. Nur Lady Dreibein. 15, 14, 13, 12, 12. Oh, du kannst aber toll zählen, Timmy. Sollen das alles Alternativen sein? Kann schon sein. Das ist ja so Paralleluniversum-mäßig. Guck mal, wie geil sieht's da aus. So, ich würde da schon gerne hingehen. Teil 3. Ja, ist es eh noch bei weit. System? Ja, da, guck mal, da sind die Seelen. Und so. Ja, ist es ein anderer Planet oder die Zukunft? Ja, und jetzt geht die Uhr wieder von vorne los. Jetzt dauert es wieder 140.000 Jahre. This was supposed to fix me. Making me worse. Na, mir geht's gut. Ja, aber Weiwei und Dreibei. Naja, die bleiben für immer so. Warum geht's ihr denn jetzt so schlecht? Ich will sie irgendwie küssen. Ich hab zwar eigentlich keine Lust drauf, aber ich glaube, es wäre jetzt richtig. Aber sie ist mit Weiwei zusammen und ich respektiere Weiwei im Gegensatz zu dir, deswegen lass ich's. Ach so. Der Gammelpeter, ey. Wer hat einen Kopf da oben? What did you see? What did you see? What was in the pupil? What was in the pupil? Und diesmal ist er auch irgendwie noch bei Verstand. Das ist der vom Anfang. Ja, ja, der will wissen, was im Würfel ist. Aber du kannst es ja nur alle 2 Millionen Jahre machen. Hä? Ist aber neu. Boah. Ist da ein Kind rausgekackt. Schmeiß einfach Nate. Schmeiß, was du hast.
Ich hab ne Idee. Ich überfahre ihn. Wie, womit? Aua! So, du mieses Stück Kacke. Jetzt bist du fällig. Hier kommt Johnny! Na genau, jetzt muss er springen natürlich. Und... Bam, bam! Ah, schmeckt dir das? Bin ich gejuckt, das wäre krasser. Boah, ihm sind Babys aus seinem Schlupf. Oh, ich glaube, die Attacke mit dem Auto hat geholfen. Ja! Der war ja super schnell kaputt. Ah, siehst du? Ich hab direkt drei Granaten reingezimmert irgendwie. Drei Granaten und ein Golfkart. Das ist irgendwie so die Formel. Ja. Dad! You made it. You're okay. Oh God, they're coming. They're getting closer. We have to leave. Quick, get in. Nein! Was will ich? Es ruft mich und sagt, ich will mit dir Spaß haben. Ich geh dem Relikt hinterher, oder? Na warte, ich speicher lieber. Dann entscheide ich mich. Ich seh dich gar nicht. Da, hier, hallo, siehst du mich? Achso, ja. Da hinten ist ein Zelt. Oh ne, kann man nicht. Kann man nicht. Oder? Ne, kann man nicht. Nee. Ich geh dem Relikt hinterher, scheiß drauf. Moment, warte, warte, wir müssen trotzdem speichern, wir wollen noch alle Endings zeigen. Ich baue mir ein Zelt auf. Ah ne, ich habe ja keinen Rucksack. Na gut, da muss man den Bosskampf immer wieder machen. Ja. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal das hier, oder? Ich meine. Nein, lass doch den Relikt hinterhergehen. Na gut. Sind wir mal weggeflogen. Relikt-Rucksack. Ich glaube, da passiert aber gar nichts. Wir sind einfach nur auf der Insel. Ja, das ist doch das, was wir möchten. Ich will die Endings sehen. Ist es jetzt fertig oder brauchen wir da nicht noch irgendwas? Eins fehlt doch noch. Tschüss, Demi. Sind weggeflogen. Ja, sind weggeflogen. Hat das da nicht noch eins gefehlt? Ja, wir haben das Relikt immer noch nicht zusammengebaut. 6 von 7. Ja, aber eins kriegen wir ja jetzt erst, oder nicht? Ja, eins kriegen wir jetzt erst. Da müssen wir aber so einen bestimmten... Guck, da hinten, zum Zauberklumpen müssen wir da. Ja, dann müssen wir zum Zauberklumpen. Aber das machen wir nicht mehr in dieser Folge hier. Ich glaube, es hackt. Ich glaube, es hackt bei dir. Wohl, wie weit ist denn das? Das ist weit. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bewerten, kommentieren, auf Wiedersehen und... Tschö. Dingeling.